Ja, Marius sag von meiner Seite, machen jeden Eindruck den dieren Fried von Jesus Christus wünschen von der uns Marius. Er für uns ist das doch ein Fried und wir schon einmal waren hier und so in Juni mehr zu sein, checken, was der Herr hier und so beginnt zu tun hat. Wir wollen uns von der für die zweite Predigt ein Thema nennen, luten, was ich überschrieben habe, der Reichtum der Gemeinde. Der Herr, der hat uns wirklich einen großen Reichtum gegeben, durch dem, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir in der Gemeinde sind. Und ich denke, einmal dann denken wir nicht genug über nur, was von Reichtum wir wirklich haben. In der Epheserbrief, der hat viel darüber reden. Du hast Paulus dort einmal offenbart, was er verstanden hat über die Gemeinde. Und er hat dort abgeschrieben, und dort ist für uns von der einen besonderen Sehen, dort auch zu erkennen, was wir wirklich durch die Gemeinde haben. Vielleicht einmal so kurz zum Anfang, wenn wir von Gemeinde reden, dann nimmt die Bibel dort zwei Bereiche. Eins ist die universale Gemeinde, wo jeder einer Port von Wort, kurz von Häusig bekehrt. Und zweitens, ja, für die lokale Gemeinde. Von der werden wir nicht den Unterschied davon sein, aber einfach den Reichtum von der Gemeinde sein. Den Tag, wo ich von der genommen habe, dort ist Epheser Kapitel 3 von Vers 14, Bad 21. Ich will aber, bevor wir den Tag lesen, ein klein bisschen den Kontext erklären, damit wir dann auch verstehen können, was Paulus hier so wirklich gemeint hat. Der Epheserbrief, der ist eigentlich sehr fein in zwei Teile abgedeutet. Die ersten drei Kapitel, durch die Paulus gerade erklären, was Gemeinde ist. Er wird erklären, wo ein Mensch eine Gemeinde nennt, was dort brücken wird, in ja, den ganzen Plan von der Gemeinde, das er erklären. Und dann von Kapitel 4 wieder, durch das er davon reden, wo wir uns in der Gemeinde verhüllen sollen und wo wir Gemeinde bühren sollen. So einmal ein bisschen zu den Kontext hier so. Paulus fängt im Epheserbrief an, dass er Gott loben und preisen wird, für wer Gott ist. Und dann erklärt er den Unterschied zwischen Heiden und Juden und wo sie aber Bär durch den Salzchen Weich brücken, down, um in die Gemeinde nennen zu kommen, um Port zu werden von diesem Plan Gottes. Er erklärt, dass Gott sein Plan ist, das ist nicht ein Menschenplan, das ist Gott sein Plan. Und was ich sehr interessant finde, Paulus hat immer war, als er diesen Brief geschrieben hat, hat er immer war an deshalb geschrieben, an deswegen. Und dort bringt er zu taub, dass das eigentlich ein ganzes Paket ist, wo er von reden wird. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 15, nur dem, dass er Gott angebetet hat, gelobt und gepreist hat und erklärt hat, dass Gott hat sich dort fair genommen mit uns Menschen wird zu beschenken und auch das Heil gebracht. Und dann sage ich deshalb. Und dann fängt er an, wieder zu reden. Und dann sagt er, dass das allein durch Christus ist. Und dann redet er wieder, das dort. Und dann in Kapitel 2, Vers 11, du sagst, er war deshalb. Und dann hat er Tränen, wo er alle erklärt hat, und dann erklärt er von du wieder. Und dann erklärt er dort, kriegt den Unterschied zwischen Juden und Heiden. Und er sagt über dort diese Umzäunung, wo du uns beim Tempel wären, wer du uns einmal persönlich warst, dass den gleich wird das so ein Fan verstehen, dort wir eine Trennung zwischen Heiden und Juden, die Heiden können nicht nennen kommen, sie können bloß bei umzügen kommen und checken, was du tun wird und dort soll er tragen. Aber sie können nicht ruhig durch sie nennen kommen, wo Gott angebetet wird im Tempel. Sie müssen hier einen ganz schwierigen Prozess durch, was sie dann auch Friede haben, nennen zu kommen. Und nicht hat Paulus dort hier zu erklären, dass das diese Zwischenwand der Umzäunung, der ist wahrgenommen. Und dort ist nicht selbst ja wahr, nämlich durch Glauben und durch Not, wo wir kann geraten werden. Und dann in Kapitel 3, Vers 1, du sagst, er war deswegen, so fängt er war an, und dann erklärt er, dass er, du wärst ein Apostel geworden, und dann redet er dieses dort wieder, und dann in Kapitel 3, du so krieg von Vers 1 bis 13, du sind dort port, du erklärt er krieg dort Geheimnis von der Gemeinde. Du hast Luther noch ein klein bisschen mehr davon reden, aber er erklärt dort, wie groß das Geheimnis von der Gemeinde ist.
dort Gott das Open Wort hat, dort Gott am das Open Wort hat, wo sie in Plun ähnlich mit der Gemeinde wir, du das hat dort ganz erklären. Und Paulus ist dort so groß geworden, dort hat das verstanden hat, diesen Plun von der Gemeinde, dort hat in Vers 14 war er mit deshalb an, und dann sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Paulus ist hier einmal ganz clean geworden. Als er das Geheimnis von der Gemeinde verstanden hat, was Gott ihm dort gewesen hat, dann ist Paulus ganz clean geworden, er ist ganz kaputt bei sich selbst, und er sagt, er fällt einfach ab die Knien, dass er nicht, so groß ist, oder dass er nicht das entdeckt hat, sondern Gott hat ihm dort einfach gewesen, was ihm plönen wird. Und dort ist Paulus so groß, dass er einfach ab die Knien fallen wird und Gott einfach anbeten wird. Lass uns diesen Tag einmal lesen, Epheser 3, von 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Paulus sagt hier so, der seine Knien bein. Am ist dort so groß geworden, wo Gott am Open Wort hat. Und wenn er diesen ganzen Reichtum von der Gemeinde erkannt hat, ist er auf einmal nicht so, dass er sich so wichtig teilen wird, sondern er erkannt dort einfach, das ist Gott sein Plan und am ist dort so viel wird, dass der Herr am dort Open Wort hat. Und wenn der Herr am das Open Wort hat und am dort so groß geworden ist, so wertvoll geworden ist, dass er einfach freiwillig seine Knien vor Gott beten und Gott einfach anbeten. Paulus merkt das hier klar, wo sehr er über das Geheimnis Gottes erstaunt hat, was Gott am du anvertraut hat, und von der und auch einfach ans Open Wort hat, wie dürfen du ein Leben in diesem Plan Gottes, in das Geheimnis, was Gott Paulus zu Open Wort hat, dort erst von der und uns anvertraut, wie dürfen dort von der und erkennen, durch den wir das Wort lesen, und mehr als dort, wie dürfen Port von dem Geheimnis Gottes sein. Ich glaube nicht, dass das das einzige Mal ist, wo Paulus seine Knien vor Gott gebeten hat, aber so wie das ich gefangen habe, ist das das einzige Mal, wo er das abgeschrieben hat. Und dort wies uns dort, dass das vor allem eine ganz besondere Sache wird, dass er das erkannt hat. Und wo soll auch Paulus einfach über das Geheimnis, was Gott am hier oben Wort hat, staunen dort. Und als ich über das nur denken dort, dass Paulus einmal Wort über Gott sein Plan erkannt hat und dort am dort ab die Knien bringen dort, dann fange ich mir an zu freuen. Wenn ich das letzte Mal Wort über Gott erkannt, oder wenn ich das letzte Mal Wort über das Wort Gottes erkannt, was mir einfach ab die Knien gebracht hat und wo ich Gott einfach für angebetet habe. Und ich möchte diese Frage auch wiedergeben, wenn hast du das letzte Mal Wort über Gott oder über sein Wort erkannt, was dich auf die Knien gebracht hat, wo du einfach bei dir selbst zunächst gegangen bist, oder zunächst geworden bist und die einfach über Gott seine Größe und über Gott seinen Plan einfach so gestaunt hat, dass die einfach verstaunen über seinen Plan, über Arm, aus Gott durchgefallen bist und am Ungebet hast, für wer er ist. Ich denke, das ist eine Frage, die wichtig ist, wo wir immer nur denken können. Und wenn wir vielleicht nicht drei denken können, dann haben wir vielleicht nicht genug in Gott sein Wort uns beschäftigt. Also Paulus hat erkannt hier, dass Gott hat ihm ein Geheimnis offenbart, wo du
in Gott sind Plun wir, von Vergrundleihung von der Welt, hat Gott diesen Plun gehört, und der wir aber so wässert teugedacht geblieben. Und das erkannt Paulus hier, dass Gott hat ihm dort nicht umbohrt und er hat dort abgeschrieben, damit auch wir dort von der und erkannt haben. Und als er das erkannt hat, dann darf er einfach freiwillig seine Knien vor Gott beten. Das wir so, das ein Plan von der Gemeinde, dass wir nicht in Plan B, wo Gott sich nicht hastig denken muss, wenn mit Israel hat es nicht ganz geschafft. Das heißt, ich dort gewünscht habe, dass er bloß einmal rebellisch in Jehen anwählen und dass er du wen nicht müssen einen frischen Plan merken, nur dass wir nicht so, diesen Plan von der Gemeinde, dass wir ein Plan, wo Gott von Ewigkeit her in seinen Plan ben hat. Dass wir nach dem Plan besiegt Israel. Israel wie auch sein Plan, er ist sein Plan und er beschäftigt damit und er kriegt mit Dingen, die in unserer Zeit ungehen in Israel und kriegt diese Dinge. Dort ist alles in Gott sein Plan ben. Aber der Plan von der Gemeinde, dort ist auch Gott sein Plan. Dort ist nach dem Plan besiegt Israel, wo er sich aus Gott umbohren will. Mir ist das sehr interessant, dass im Ellenbund, du fängst wieder mal an zu dass die Propheten, die haben begehrt, das Geheimnis zu verstehen. Sie wissen, dass du wie nach Wort, wo sie bei Anfang schreiben müssten, oder auch geschrieben haben, wo er nicht ganz klar wie was das eigentlich wie. Sie haben nur Bilder davon geschrieben, und Gott hat Bilder gebracht, um dort zu verdeutlichen, was die Gemeinde eigentlich ist, all im Alten Testament. Und die Propheten, die wissen dort, du wir noch wissen, was sie nicht ganz verstünden. Und dort wird gesagt, uns, sie begehren, du nennt dich, aber sie können du nicht ganz nennt dich. Und das wird gerade die Plan von der Gemeinde. Und das hat Paulus, das hat Gott hier so, Paulus hier so umbohrt. Und diesen wunderbaren Plan, den hat Paulus hier so einmal abgeschrieben und den aufgedacht für uns. Du möchtest auch wie den verstehen können. Diesen Plan von der Gemeinde, das ist mir so interessant, das ist nicht mit Gewalt, das ist nicht mit einer großen Macht oder so irgendwo, wie das dazu kommt, in der Gemeinde, sondern das kommt einfach dadurch, dass ein Mensch sich einfach freiwillig dafür entscheiden wird. Jesus Christus unternehmen, das Opfer unternehmen, was Gott für uns gegeben hat, und dort den Mensch so dann freiwillig aus dort sich dafür entscheiden wird. Und ich denke, dort ist krank dort Wunderbare, dort ist krank dort Große, dort der Plan von der Gemeinde so wundervoll ist. Dort ein Mensch, der nicht nangetrieben wird, sondern dort ein Mensch sich einfach freiwillig dafür entscheiden wird. Das hat Gott in seine große Leib sich dort geplant und sich dort reingemerkt. Er hat seinen einzigen Sehen gegeben und dass jeder einer, wer du entläufen wird, der kriegt ewiges Leben und der wird dadurch dann im Port von dieser Gemeinde. Und was Paulus in Kapitel 3 hier so, in Vers 8 und wieder, die Versen habe ich nicht gelesen, du hast dort erklärt, kriegt das Geheimnis von der Gemeinde und dort nie um Licht gebracht worden ist, in der Zeit. Und du hast heute auch gesagt, den Tienenvers, weil ich den so einmal noch lesen, er sagt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also hier hat Paulus dort einmal auch abgeschrieben, und er hat dort gesagt, dass Gott hat den Plan von der Gemeinde dafür angesagt, dass durch die Gemeinde, weil heute sich aus Gott die Gewalten in Mächten in der Himmelswelt umbohren. Das ist mir so groß, wenn ich das bekomme, dass ich nicht mehr euch begreifen kann. Dass Gott sich den Plan von der Gemeinde dafür ausgedacht hat, dass er die Gewalten in Mächten in der Himmelswelt sich aus Gott zu erkennen geben will, durch die Gemeinde. Ich sehe hier schon, Gott hat auch einen Plan mit Israel, und er hat den noch. Aber durch Israel will Gott sich aus Gott die Nationen umbohren. Und er hat dort auch. Die Nationen auch von denen. Einer oder der andere, der erkannt dort, nicht alle, aber einer oder der andere Nation, der erkannt dort, wenn sie dort bekicken, dann wird in Israel passieren, dort, oder passiert erst durch die Jahren, dann sagen sie dort, ja, Israel hat einen Gott, geht nicht anders. Also durch Israel will Gott sich zu den Nationen umbohren. Aber durch die Gemeinde will Gott sich zu der Himmelswelt, zu den gewaltenen Mächten umbohren. Also ich habe dort begriffen, was Gott in seinem Plan hat, was der Reichtum von der Gemeinde wirklich ist.
Und wenn ich das eben nur denke, dann kann ich dort gleich begreifen, warum Gott sich dort so ausgewählt hat, dass er durch die Gemeinde sich die Himmelswelt, die Gewalten und Mächten offenbaren will. Weil ich finde dort gerade, dort ist so wunderbar, dass das ist was, wo ein Mensch sich freiwillig zu entscheiden hat. Und dort ist das Wunderbare von diesem Plan. So Paulus hat dort hier und so antwortet offenbart. Er kann dort einmal abschreiben, dort wieder dort von dir erkannt haben. Und an dort Paulus, dort Gott Paulus brücken kann, das große Geheimnis zu offenbaren, muss Gott mit diesem Paulus in ganz, ganz schwierigen Wach gehen. Paulus hat wir ein Pharisäer, hat wir die Höhe angesehen wie die Menschen, also für Menschen, wie er an der Säule Höhe steht. Und dann begegnet Jesus am Wach in Damaskus. Du warst halt ziemlich klein da. Du fragst halt einmal, Herr, was weißt du von mir? Was soll ich tun? Und dann muss das große Mann, das große Höch angesehene Geschilder Paulus, der muss dann einmal sich von den ganz angeschilderten Jünger von Ananias, muss er sich den Weg wiesen lassen, was nicht zu tun wird. Nur dort muss Paulus noch lang allein in der Wüste sein, wo Gott am Reutmärten deut. Und dann fängt Paulus an zu dein. Du wirst sehr verfolgt. Und er kam immer leer, würde wir sagen, so, wenn wir das würden, von menschlich anchecken, vom menschlichen Niveau her. Ist wieder dort hoch, ungesehen bei den Politikern oder so, würde wir das vielleicht sagen. Und er kam immer leer. Und nun ab einmal wieder so weit drauf gekommen, dass er hängen der Spruten wird. Also viel wird wieder drauf kommen können, Menschen, die Zeit gleich. Und als er stur so irgendwie ganz raufgekommen, dann auf einmal kann Gott diesem Paulus brücken, das wunderbare Geheimnis, was du von der Zeit im Alten Testament verhüllt wird, für die Propheten. Dort kann Gott diesem Paulus nie brücken. Als er hier irgendwie gekommen wird, um dort abzuschreiben, um dort wie von deren Zugang kann, du nennt die Kirchen, in das Geheimnis von der Gemeinde, wo so viel Reichtum bei uns ist. Und als Paulus das ich erkannt hat, du so auf dem Platz, wo er dann wir, wo er den Epheserbrief geschrieben hat, so sagt er, verstur im Gefängnis, du fällt daran ab ich neun, und das Gott einfach anbeten, im Arm hochheben und im Arm Anerkennung geben, für wer er als Gott ist und für den wunderbaren Plan, was er hat. Wenn ich mir das nachdenke, dann fange ich das so, wir leben von der in einer sehr, sehr stolzen Zeit. Das meine ich nicht einfach so global genommen, allgemein genommen. Ich denke, wir leben in einer sehr guten Zeit, wo wir einen sehr hohen Lebensstil haben. Und ich denke, wir leben so in einer sehr egoistischen Welt, wo jeder einer sehr auf sein eigenes Eck konzentriert ist. Und ich befürchte, dass das uns, ich meine einfach, die Umwelt wird uns prägen. Die prägt uns so sehr, dass das einfach mal auf die Knie fallen und Gott Anerkennung geben, für wer er ist, dass das ziemlich eine schwierige Sache ist für uns. Wir sind so ich konzentriert, dass uns eigentlich ziemlich abheben wird und dort fängt ich so, dort prägt uns einfach von Büten aus. Es fehlt Einfluss zu Eva, dort dort vielleicht ziemlich eine Seltenheit geworden ist, dass wir einfach mal Gott anbeten und am anerkennen tun, für wer er ist und für den Plan, was er mit uns hat und gerade besonders mit dem Plan von der Gemeinde. Und ich denke, wir haben dort sehr neidig. Der Anwalt wird uns nicht prägen, dass wir mal sollen demütig werden, und ab die Knie gehen und Gott anbeten. Ich denke, wir haben das sehr nötig, dass wir uns in das Wort nennen, dass wir uns von das Wort prägen lassen und dass wir das Wort lesen dann und dass das Wort uns auf einmal parken wird, so als dort Paulus hier parken wird und dass dort uns ab die Knie drehen wird, um Gott anzubeten und die Anerkennung dafür zu geben, dass wir, dass ich, seinen Sinn ja Mensch, und ich habe nichts gehört in mir, und Gott ist heilig, und dass er dort möglich gemerkt hat, dass wir in seinem Plan
Mitarbeiter, dass wir deren Port sind von seinen Plänen, von der Gemeinde, dass wir am einfach dafür Ehe in Anerkennung bringen dann, wenn am traf dort. Hei es würdig, dort zu nehmen. Paulus hei erinnert hier so auch daran, dass jeder einer schuldig ist, Gott Ehe in Anerkennung zu bringen. Wo wen? Wen in den Text, was wir uns gelesen haben, da habe ich gesehen, dass Paulus sagen, dass jeder einer, wer im Himmel ist, und auch jeder einer, wer bei ihr ist, der hat Gott zu verdanken, durch Jesus Christus. Das fängt wir im Hebräer im ersten Kapitel, dass Gott hat alles durch Jesus Christus in für Jesus Christus gemerkt. So jeder einer, auch wer nicht an Gott glauben hat und sich um sein Leben nach Himmel um Gott gekämmert hat, der muss danach Gott durch Jesus Christus verdanken, dass er im Leben ist. Wenn du durch als jeder denkt, gemerkt, was du anstehen hast. Und allein das all jedoch, dass wir einfach alle dort Gott zu verdanken haben, dass wir sind, dass wir überhaupt existieren, dann, dort traft all, du vertraft Gott all ihr, du vertraft einmal Dank. Und dort wird merkt uns natürlich sehr klar, dass wir alle eine Verantwortung haben, diesen Gott je in Eva. Und dass jeder einer vor Gott einmal wird stehen und er wird Rechenschaft aufgeben. Für alles, was er mit diesem Gott getan hat. Und für jeder andere Wort, was er für Gott Verantwortung geben. Paulus hat das hier so wiedergehen in sein Gebet. Und er sagt hier so, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also Paulus hat fällt hier zu Duhl ab seinen Knien, hat Gott Anerkennung geben für wer er ist, für den Plan. Und dann hat er beten. Und sein Anliegen ist hier so, dort hat er das an der Epheser geschrieben, aber wir dürfen uns das von der auch annehmen, wie sein Ökport von der Gemeinde. Und er sagt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Also sein Anliegen ist, dass die Gläubige würden gestärkt werden an den innerlichen Mensch. Und er sagt, wie das passieren wird, dass das gestärkt werden am innerlichen Mensch passiert durch den Geist. Das Stärksein, das ist das, was Jungs und Männer interessieren wird. Einfach, was stark ist, das interessiert uns. Ich denke da immer so, eben nur, einer von meinen Sovrinos, der wir mal mit seiner Mama taupen in Kanada, das ist die Schwester. Und sie werden wohl für eine längere Zeit gewesen, dann über dem fuhr wieder hin und dann traf das so, dass wir irgendwo noch ein Bett besiegen können. Und wir vielleicht in zwei oder drei Jahren jung und fuhr es dort erst aus, dass ich sage, dann weiß er mir, hey, wie ein starker Junge. Und da ist mir einmal so selten geblieben, dass das einfach Wort, was Jungs und Männer angeboren ist. Sie waren stark sein. Und wenn wir schon Betrater sind, dann können wir nicht alle das Stärkste sein, mit unserem Körper nicht, weil sie haben stärkere Körper als andere. Aber dann wollen wir das stark sein, dass es uns danach an, dann wollen wir einen starken Truck haben, den stärksten, oder den busigsten, oder den ratzenden, oder den stärksten Traktor. Aber wir wollen Port sein von der stärksten Equipe, dort, wo dort im Deporte dort passt ist. Das ist einfach das, was Männer interessieren wird. Und das ist auch gut so. Ich denke nicht, dass das Schlag ist. Aber meine Frau ist, wenn ich über diesen Tag nur denke, ist uns dort stark sein, um innerlichen Mensch auch an. Aber reden wir noch mal davon, von wie stark wir uns innerlichen Menschen sind. Dort wird Paulus ihn anlegen hier so. Dort die Gläubige, die sollen gestärkt werden an den innerlichen Menschen. Dort ist Port von der Gemeinde, was die Gemeinde uns geben kann. Stärkt zu werden am innerlichen Mensch. Und was ich denke, nicht dort auch ist, wenn uns dort interessiert, von zu reden, von wer das Stärkste ist, oder wer nicht, oder wer den stärksten Trock hat. Ich denke nicht dort auch ist, dort ist ein wenig mein Gedanken hier so bin. Aber ich denke, jeder tägliche Bild, was wir haben, jeder tägliche Sache, was wir haben, dort ist uns dort gegeben, dort soll dort ein Bild sein ab das Geistliche. Und soll dort was wiesen für das Geistliche. Und ich denke, wo das erst aufhängt, dort wie in eine rechte Direktion nehmen,
wenn das erst kracht, das jen, das passieren wird. Also das Tätliche, das soll uns ein Bild geben für das Geistliche, anders wie im Geistlichen verstehen können, und so wiederkommen können. Und ich denke, wenn das erst überhand nehmen wird, dass das Tätliche uns die Tät und die Gedanken wahrnehmen wird und auflenken wird von das Geistliche, dann bewirkt das kracht, das jen, das von was das soll. Wenn wir auf einmal so vertieft sind in der stärkste Fortier oder der stärkste Equipos oder was immer, dort uns dort auch bloß nach auflenken wird und dort wie überhaupt gleich mal, du immer nur denken dann, wer ans innerlichen Mensch dort geht, als der du all ganz verkommen hast oder wie stark du hast, ich denke dann, es ist Zeit, dass wir Prioritäten ändern dann in uns Leben. In Paulus hat auch dafür gebet, dass die Gläubigen, die sollen stark sein um innerlichen Menschen. Und woran reden wir so wenig davon? Von wie stark wir sind um innerlichen Mensch. Von anderen reden wir hier. Woran reden wir so wenig von dit? Kann du wen sein, wenn wir davon reden würden, wo wir uns innerlich, wo uns innerlicher Mensch dort geht, dass wir dann leicht würden machen, viel Demut brücken und sagen, mein innerlicher Mensch, den geht es nicht gut, der ist nicht stark, der leiden. Und dass wir vielleicht viel Fährten ja würden bekannt machen, dass uns innerlichen Mensch dort nicht gut geht, als dass wir uns würden können mit Beruf tun, dass wir mit tätliche Dinge dann vielleicht können. Ich denke, wenn wir von unserem innerlichen Mensch seine Stärke oder Schwäche reden tun, das bringt viel Demut und das bringt viel Bekannt. Das ist meine Schuld, dass mein innerlicher Mensch nicht wiederkommt. Und Gott lichtet nicht, hat auf alles gegeben. Auf sogar die Gemeinde gegeben, wo uns innerlicher Mensch sich erbühren kann. Und wenn uns innerlicher Mensch das Schlag hat, ich denke, das liegt dann so viel Mal oder vielleicht auch immer an uns selbst. Und du, wen interessiert uns nicht, davon zu reden. Und ich denke, das bringt uns einmal, dass wir ein ganz kindliches Beten lernen und bekannt lernen, um dort uns innerlicher Mensch kann gestärkt werden durch den Geist. Und sie sich als sehr brücke viel Demut, und uns Männer interessiert euch Demut, nicht? Uns interessiert euch demütig zu sein. Das geht und früh ist krass gut, aber ich denke, das ist ein Port, was besonders den Männer viel ungut hat. Der einzige Weg, wo wir im innerlichen Mensch kennen, gestärkt werden, das brücke, dass wir uns einfach wem unvertrauen tun. Das brücke, dass wir einfach up sein mit uns selbst und dass wir einfach nicht jedem selbstwert sein, aber jedem, dort uns innerlicher Mensch von uns, dort Bild geben, dort uns innerlicher Mensch gut auf ist, wenn der wirklich nicht ist. Dort wir einfach abrechtig sind wie uns selbst. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wann, wie irgendwo, was in uns Leben haben, was uns innerlicher Mensch kränken wird, schwach merken wird, dann brückt das dort wie, dann haben wir was errechtet zu tun, dann brückt das dort wie dort bekannt, dort wie die Vergebung für kriegen dann. Und ich habe viel eben nur gedacht, Zeugnisse davon gehört, und mein Leben dort in das Leben so erfahren. Ich denke, wenn wir Gott bekannt haben, er wird uns immer vergeben, wo wir gefehlt haben. Und was ist nicht fertig, dass wir haben bekannt, haben die Sache mit Gott auf dem Kloren gestellt, und mein Bild selber war er, du bist ein uns innerlicher Mensch, kann immer noch nicht stark werden. Und irgendwo ist Gott sein Wort immer reich, und Gott sein Wort ist auch reich in Jakobus, dort wann wir es einander bekannt haben, wann wir es Menschen bekannt haben, wann wir es irgendeine vertrauensvolle Person auch bekannt haben, wo uns das geht, dann auf einmal können wir frei werden davon. Also wenn wir Gott bekannt, ich habe kein Zweifel, der andere uns nicht verjagt, wenn wir abrechtig bekannt haben. Aber am frei zu werden, bräuchte es inzwischen auch mal, dass wir auch den Nächsten, dass wir auch einfach Personen, die mit uns taubte selbst gekämpft haben, dort bekannt haben, am dort wie frei werden können davon. Also das wie Paulus sein Anliegen, dass die Gläubige würden um innerlichen Menschen gestärkt werden. Und ich denke, das braucht auch wie, ganz besonders in unserer Zeit, wo wir so viel Raum uns haben, was uns auflenken will, dass wir um innerlichen Menschen gestärkt werden. Dann tun sie wieder in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Jesus hat Paulus erklärt, wo das schaffen wird, um innerlichen Menschen gestärkt werden. Und er hat gesagt, dass es nämlich durch Christus.
nicht durch uns selbst, sondern das geht durch Christus und durch Glauben. Das, um innerlichen Menschen stark sein, das sind, was er nicht so sehr zu sein ist. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo er uns das einzige Mal nicht so sehr besorgt werden wird. Wir uns innerlichen Menschen dort geht, wenn das kann der Nächste vielleicht gleich einmal unsere Mitmenschen oder die Geschwister in der Gemeinde kann dort vielleicht gleich so leicht sein. Ich habe vielleicht noch einzige Mal verstärken, wie uns das wirklich geht. In dit om innerlichen Menschen stark worden, dat jet durch Christus, en hij heeft hier gezegd, dat brugt den anwerkelen. Dit is mij zeer interessant. Dit passiert durch Glauben an Christus, dat hij in ons hart woont, en dat wie durch leuf gewerkeld worden. Wanneer een werkel zich schmieden deed, dat zou wie niet zeer zijn. Had er eenzimmel vlechtig erhebst gehoord. En dat brugt over veel tijd. En boven is nog weinig te zijn, dat zich de woord veranderen deed. Aber das brückt das, damit ein Mensch kann stark sein innerlich. Ein Baum brückt das, dass die gute Wurzeln hat, aber die kann auch ein Hecht stark sein und gute Frucht bringen. Und so brückt auch wir in unserem Christenleben dort, dass ein innerlicher Mensch sich anwurzeln wird. Das Anwurzeln, das passiert nicht mit einmal Hand abheben oder mit einmal abstehen und sagen, ich habe Jesus angenommen und ist alles gut. Die Entscheidung für Jesus merken, das ist eine Entscheidung, aber das wird durch so eine Karte Tiet zu tun, kann man so sagen, aber das Anwerkeln, stark worden, das hat man Tiet zu tun. Und das ist nicht so sichtbar. Und das brückt das, aber dort wie das auch Tiet geben tun, und dort wie Anstrengung merken tun, um angewerkelt zu werden, gegründet worden, so ist das hier sein wird. Dort Christus in uns Hort wohnt, dort ist wichtig, und wann Christus in uns Hort wohnt, dann brückt dort Tiet, dort wie angewerkelt worden und dort wie gegründet worden, in der Leib und in Jesus Christus. Und dann hier so in Vers 18, du dat Paulus Evagun, wo wen ist das wichtig, was er hier vor dem gesagt hat. Also, er hat hier so einmal das Geheimnis von der Gemeinde openbart, er hat dort auch bewiesen, wie groß am das ist. Er ist auf seine Knien gefallen, er hat angefangen zu beten. Und er betet dafür, dass die Gläubige geworden, stark geworden am innerlichen Menschen. In Vers 18 sagt er, wozu? Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also Paulus in Anlehn ist dort, dort die Gemeinde wird gestärkt worden, dort die wird die Fülle kriegen. Paulus hat sehr einmal auch zu den Korinther, was er an ihn geschrieben hat, denn sehr, er kann ihn immer noch bloß mal geben. Und wenn ich darüber denke, dann wundere ich, dass das hier und so, was hier an der Epheser geschrieben ist, er sagt zu den Korinther, er wird hier und mal Fleisch geben. Aber ich kann nicht, er muss ihn immer noch mal bloß mal geben. Und wenn ich das hier und so bekomme, dann muss ich einfach wundern, ob das vielleicht die faulste Speise ist, was Paulus auch hier an die Korinther wird haben wiedergegeben. Diese breite Länge, Höhe und Tiefe zu erkennen, und er sagt hier einfach, dass sie die ganze Fülle Gottes wollen, die oben Bord kriegen. Dass die ganze Fülle Gottes wird bei uns sein. Und das zu verstehen, das zu begreifen, was dort online hier ist, ich denke, das ist sehr breit und sehr deut. Diese Liebe Gottes zu erkennen. Ich habe hier vier Dimensionen von der Leib abgenannt, und ich denke, das ist wichtig, dort wie diese vier Dimensionen von der Leib auch wissen, betrachten oder verstehen lernen. Also ich habe einmal gesagt, die breite Länge in Tiefe und Höhe von der Liebe Gottes. Wenn wir uns denken, dann, was könnte das meinen, die Tiefe von der Liebe Gottes? Ich denke, wenn wir an die Tiefe denken, dann brauchen wir vielleicht nicht so lange überdenken, dann verstehen wir dort, dass die Tiefe, dort kann man, dass ein Mensch, der fällt einzigmal sehr deut in Sinn, und wenn er auch sehr deut gefallen ist, Gott seine Leib regt auch was durch. Der regt auch so deut. Und ich denke, der Herr Jesus, als er hier bei ihr war, er hat uns auch einfach praktische Beispiele gegeben, dass seine Leib sehr deut regen deut. Zum Beispiel, das Galiläische Meer ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel.
Und du so wie des Petrus einmal raufgekommen, war du wieder raufgekommen und hat Jesus verloren. Und dann hat Jesus dort auch bewiesen. Er kam rauf, war um Galiläischen Meer, 212 Meter unter dem Meeresspiegel, und du dort hat den Petrus holen. Und er brach am Tränen her. Dort wie die Tiefe von der Liebe Gottes. Aber Jesus in der Leibe ging noch tiefer. Der ging noch bei 100 mehr. 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Auch du hast einen Menschen gehalten. Ich denke, das ist uns einfach, dass der Leib von Gott, der ist so deep. Ein Mensch, der wird nicht so deep im Sinn fallen, dass der Leib Gottes nicht wird, was du reden. Dass er kann gerat werden. Dann das nächste haben wir die Höhe von dieser Leib. Das wird Paulus ihn anlegen, dass die Höhe von der Leib, dass er auch werden erkennen kann. Also wenn die Tiefe ist, wie deep ein Mensch gefallen ist, der Leib regt an, was meint er dann die Höhe von der Liebe Gottes? Wie hoch ist Gott seine Leib? Und ich denke, du kannst das einfach verstehen, dass Gott seine Leib, der ist so hoch, der kommt aus der Herrlichkeit, der kommt aus dem Himmel rührt. Von dort schickt Jesus ab diese Erde, am Menschen zu raten, was er kann, drei im Himmel nennen kommen. Also was ist höher aus dem Himmel? Von dort kommt der Leib Gottes, und der Leib Gottes, der rat Menschen, was sie auch drei so hoch kommen dann aus dem Himmel, was sie Himmelsbürger wurden, was sie im Himmel nennen passen dann. Und dann sagen wir bei der Breite. Was meint die Breite von der Leib Gottes? Ich denke, von der Breite, ich habe so ein Fan verstanden, wenn wir Matthäus 28 lesen dann, vielleicht habe ich einmal handblättern. Matthäus 28, Vers 19. Das ist der Missionsbefehl, dort sagst du so, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also hier so, wie Jesus sein Missionsbefehl. Und heute seht hier gut an und merkt alle Nationen zu Jüngern. Das wisst uns auch die Breite von Gott seine Leib. Die soll über alle Nationen reden. Das ist nicht bloß, dass bloß die Juden nicht deilhaftig werden, hat Paulus in Kapitel 2, Kraken im Feser erklärt, dass nicht einfach auch dass für die Heiden alle zugänglich wird. Dass sie auch so können, Port von diesem Plan von der Gemeinde werden. Und das ist die Breite von der Leib Gottes. Alle Nationen sollen das erreden. Und dann fehlt uns noch die Länge. Was könnt ihr noch meinen, die Länge von der Leib Gottes? Was hast du mit gemeint? Und als ich bei hier angekommen bin, dann dachte ich über nur, über die Dimensionen, und ich komme nicht wieder damit. Was könnt ihr nach meiner Länge von der Leib Gottes? Meint der Breit bloß eine Wache, nur nach der Süden, nach der Außen, nach der Westen, dort Länge, dort andere gemeint ist? Und ich dachte über nur, und ich forscht, und ich hörte andere Gedanken, und ich lese wieder, und besonders der 21. Vers kriegt von dem Kapitel, durch mir Gedanken, du Eva, dass die Länge ist nicht unbedingt eine Dimension, nicht eine Süden, Norden, oder Westen, oder Osten, sondern von der Länge, du hast mit gemeint, wie lang regt der Leib Gottes? Wie lang ist der Leib Gottes? Ist der bloß weiße Jahre lang, jährlich, nennst du Ola? Oder wie lang ist der Leib Gottes? In Charakter der 21. Vers, der sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also der Leib Gottes, der wird gleich abhören. Der fängt in der Ewigkeit an und der wird durch die ganze Ewigkeit durchreden. Und das wird mir so groß, immer nur zu denken, dass wenn wir in diesem Plan Gottes nennen kommen, dann sehen wir, wo nennen wir kommen, das wird schon mal alle werden. Das bleibt einfach für immer jährlich. Korinther, 1. Korinther 13, der uns das auch bestätigen, dass der Leib, der hier schon mal ab. Der Leib, der wird immer durchbleiben. 1. Korinther 13, Vers 8, krieg, der uns dort bestätigen, dass der Leib, der wird schon mal abhören. Viele einzige Dinge werden abhören, aber der Leib, der wird schon mal abhören. Und dort ist wunderbar. Das ist auch ein Part von dem Reichtum, was wir in der Gemeinde erkennen können. Das habe ich nicht irgendwo erkennen, diese Dimensionen von Gott in den Leib, sondern das habe ich erkannt, wenn wir in der Gemeinde sind. Ich möchte diese Predigt mit
eine Geschichte aufschlüten, da wir in Adoniram Judson, haben wir sehen von der Predia-Familie, und haben wir bitte gewöhnlich klug, anständig, und auch sehr gut in der Schule, haben wir sehr fern gebildet. Aus 10 Jahren, wir dann können wir auch segeln ab dem Meer. Und als er 12 Jahre war, dann konnte er auch die griechische Sprache sozusagen beherrschen. Und mit 16 Jahren, dann fing er auch an, eine Ausbildung zu nehmen. Er will einfach lernen. Er will ein Regierungsmann werden oder ein Redner werden. Und mit 22 Jahren, dann nahm sein Leben aber eine Wandlung. Du kam halt zum Glauben an Jesus Christus und er war Missionar. Und er hat viel, viel getan. In seine Fersen wird am Prägen, in seine Mission. Wir krieg Epheser Kapitel 3 von 18 und wieder, wo es über die Dimensionen von der Leib Gottes reden wird. Er wird in der Stadt geboren und das nimmt sich so Raum, dass er im Ozean am Meer sein Grof fängt, als er eine Arbeit wird für den Herrn. Wenn man sich das ganze Raum hat, hat in der Tietner Schule, wo der Atheismus sehr den Boden gegräben hat in der Schule, und wo dort inzwischen ganze Schulen läuft, Universitäten läuft, wo jeder einer sich als ein Atheist bekannt hat. Und du wirst das Juden auch sehr von geprägt. Und heute wir auch ganz überzeugt in ATS, wann er auch in der Predia-Familie gestorben hat. Und heute hat er noch ein Vorbild, dort wir in Jakob 1, da wir ein bisschen auch ein Schüler in seiner Schule, der wir in Bedala aus heute, und dort wir sein Vorbild. Heute will sein ATS werden, als das Jakob 1 wird. Und dann ein Tag, dann nimmt sich dazu Raum, dort das Judson eine Reise mehr hat, und wir eine längere Reise, dann muss er auf eine Stadt und eine Stadt übernachten. Also er packt sich in den Stuhl und er übernachtet. Und er konnte danach aber nicht anschlupen werden. In der Stuhl besiegt ihn, du hast viel gelüht, du hast viel stöhnen, du hast schrien und du wie ein Mann, der wie eine Vertriebung bernen. Wenn er so lüht, wir können ihn nicht schlupen. Und er kriegt so viel mit, der Mann, der in der Stuhl besiegt ihn, der hat auch wohl mit Sturmen zu tun. Und so durch die Nacht, dann läuft das Judson dort viel Gedanken, wenn er sterben würde, wo er würde ankommen. Aber eine Sache hat er klar, seine Weltanschauung, also Atheist sein, dort hält er vor. Und zum Morgen, als er dann nicht abstimmt, dann ging er den Wirt von dem Hotel, ging er dann fragen, wo er danach geworden wird. Und dann sieht er, dass ein Mann gestorben. Und der Mond wurde gestorben, wie in Jakob 1. Und dort kriegt das Vorbild von diesem Judson. Und er brügte einmal ganz taub. Der Reis, den er angefangen hat, mögt er auf. Und er fängt an zu sehen und er bekehrt sich. Und dort kriegt diese Fersen in den Fäser von den Dimensionen von Gott seine Leib, was am so packen deuten, als er bekehrt wird, was sein Lebensstil angeben deuten, dort ein Missionar war und er hat viel, viel getan. Er wird zu viel Zeit annehmen, dort alle zu vertellen, was er getan hat. Aber er hat eine schwere Zeit gehabt mit seiner Familie, hat in der Zeit zwei Frühes aufgegeben, aber er bleibt ständig in seiner Arbeit zurück und da werden viele Menschen bekannt mit dem Wort Gottes und kommen zum Glauben durch ihn. Und auf einer Reise, als er dann inzwischen einmal drei gekommen wird, oder drei kommen will, dann starb er so am Ozean. So, er hat das verstanden, diese Dimensionen von der Leib Gottes und er hat dort sein Port, die wiederzubringen. Und kriegt die Breite von der Leib Gottes, dort ist hier der Missionsbefehl, das zurückzubringen. Dort mehr Menschen mit dem Plan von der Gemeinde können, in Kontakt kommen und auch Port davon wollen. Und er läuft sein ganzes Leben ab und zu und hat alles eingesagt, was an seinem letzten Tag eine Sprache zu übersetzen und einfach Menschen dort Wut nur zu bringen. Und wenn ich so über nur denke, dann denke ich einfach so, komme ich einfach auf den Gedanken, dass uns fehlt wahrscheinlich noch diese Dimensionen von der Läufe zu erkennen. Und was uns vielleicht noch das meiste zu erkennen fehlt, das ist die Breite.
Ich glaube, die Tiefe und die Höhe, die haben wir erkannt, wann wir im Glauben sind. Aber die Breite, habe ich da auch erkannt, aber lebe ich nur, dass wir dort erkannt haben, dass wir auch diese Leute haben, andere Menschen auch Jesus nur zu bringen. Ich denke, das ist auch ein Plan, ein Port von dem Plan von der Gemeinde. Der Leib Gottes auch wieder zu geben, dort auch mehr Menschen kann Porto von wollen. Paulus hat erklärt durch so in den 19. Vers, wo wir ihn dort so wichtig ist. Und er sagt, uns zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Also dort wir das erkennen können und dort wir das verstehen können und dort wir erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. So, wenn wir das erkannt haben oder das bekickt haben, die Dimensionen von der Leib Gottes, so wie auch wirklich, ans Brücken zu luten, um dort die Breite von der Leib Gottes kann wiederkommen. Ich denke, du brauchst einmal in Eva nur denken und du brauchst wir einmal in uns selbst nennen und checken, wo du auch zu der Breite von der Leib Gottes. Und ich denke, dass einfach dort Brücken, dass mehr Menschen das erkennen können, dort Gott am Ziel kommen kann, was wir in Matthäus gelesen haben, nämlich dort aus jeder Volksstamm eine Gemeinde in diesem Plan nennen kommen kann, diesen deuten Plan, das Geheimnis Gottes, der Reichtum von der Gemeinde. So, wir haben von der und der Evangelie gekriegt, was der Reichtum von der Gemeinde ist. Wir haben gesehen, der Reichtum von der Gemeinde, der ist sehr groß. Paulus brachte das ab in Neues. Wir haben die Evangelie jedoch, als Antwort auch ab in Neues bringt, dort zu erkennen, was Gott sein Plan mit uns ist. Und wir haben aber auch erkannt, dass das eine Abgabe ist, den Reichtum von der Gemeinde zu erkennen. Das ist nicht bloß nicht sein, du bist nicht, nehme ich dort alle Tommy, sondern das ist eine Abgabe. Das ist eine Abgabe, um zu kommen. Und wir haben uns die Frage gestellt, so wie reut, auch in diesem Plan einfach zu arbeiten und dann zu kommen. Das ist nicht eine einfache Sache, wo wir passiv wiederkommen können, sondern du brauchst, dass wir einfach aktiv sind und ans Brücken luten, damit der Herr kann ums Ziel kommen. So möchte der Herr Gnade dir zu schenken. Würde es passend ist, würde ich noch fragen, dass wir nach dürfen Topf stehen, um zu beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du dein Blut gegeben hast für uns Menschen. Herr, ich bin dir dankbar, dass deine Leib so weit geregt hat, dass deine Leib auch mehr geregt hat. Und Herr, ich danke dir, dass du durch deine Leib auch den Plan von der Gemeinde angesagt hast. Herr, ich möchte dich einfach dafür loben und preisen. Herr, ich möchte dich freuen, dass du uns musst geben, dass du dich zu erkennen und dass du dich leben, damit du einfach ganz zum Ziel kommen und dass du einfach die Ehe und die Anerkennung kriegen, was dich treffen wird. Herr, ich möchte dich freuen, dass du uns musst wieder nur sein und durch diesen Tag geben, dass wir einfach für andere Menschen zum Segen sind. In Jesus' Namen, Dank sagen. Amen. Wieder einen Platz nehmen.